Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7. Im letzten Part haben wir hier ein Video abgespielt von der guten Mia, das an uns adressiert war. Und ja, wir sind im Video mittendrin und müssen hier jetzt entkommen. Und das versuche ich jetzt schon, habe ich schon im letzten Part versucht. Okay, das sieht man mich nicht. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich traue dem Spiel nicht, wisst ihr? Deswegen. Okay, ich höre nichts. Okay. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du. Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Okay. Nö, keine Chance. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt nochmal nicht auf. Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Das Problem ist, ich kann mich nicht... Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich, aber ich sehe dich nicht, weil ich hier drinnen bin. Kannst du nicht einfach weggehen? Was macht die da? Was macht sie da? So, ich geh jetzt mal schnell so durch. Hat schon seinen Grund, dass ich das mache. So. Und zwar, damit ich jetzt wieder durch kann. Oh, da ist sie. Seht ihr? Ich wollte sie sehen. Okay, da ist sie. Was genau macht die da? War das wirklich eine so gute Idee, hier reinzukommen? Alter, was macht die? Ist halt jetzt die Frage. Kann die da nicht einfach weggehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass ich hier rein bin wieder, um mich vor ihr zu verstecken, habe ich so eine Art Point of No Return geschafft. Ich kann nichts mehr machen, habe ich so das Gefühl. Weil die mich sofort zerfickt. Es sei denn... Ich habe noch eine Idee. Alter, was macht die da? Sie steht da.
und stampft rum. Was macht sie da? Ich gehe jetzt mal so wieder raus. Was hat mir das jetzt gebracht? Gehen wir halt wieder den Weg. Okay, ich muss da durch. Das bedeutet, ich habe wahrscheinlich so eine Art Point of No... Ja, hab mich jetzt selbst irgendwie, glaube ich, umgebracht, dadurch, dass ich jetzt wieder rein bin. Naja, kann ja mal passieren. So. Warten bringt mir nichts. Was macht die da? Rein da. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So. Okay. Ah, okay. Nein, 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 nein! Versuch nicht, deinem Teil der Schuld zu entkommen! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Welchen Teil der Schuld? Okay. Schön. Da ist es so dunkel, dass ich gar nichts sehe. Ein Foto. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Jumpscare. Wo denkst du, dass du hingehst? Kuscheln. Ist die jetzt kuscheln gekommen? Alter. Okay. Huiuiuiui. Boah. Also manchmal ist das Spiel schon gemein. Manchmal. Oh boy. Aber eins muss man sagen, das Spiel hat sehr lange Ladesequenzen. Genauso wie Final Fantasy XV. Ist bis jetzt der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Gut, es wäre auch schade, wenn ich nach, ich glaube, das müsste jetzt der 8. Part sein, wenn ich mich nicht irre, wenn ich nach 7, 8 Parts sowas schon einen Kritikpunkt hätte in dem Spiel. Mehrere meine ich jetzt. Und der einzige, wo ich bis jetzt sagen kann, ist wahnsinnig lange Ladesequenzen.
Ansonsten... Was haben Sie dir angetan, Mia? Das ist eine sehr gute Frage. Warum ist die Tür da offen? Warum liegt da überhaupt Stroh? Ich will meine Pistole, mit der fühle ich mich sicherer. Ah, das habe ich schon gelesen. Oh, habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie viel sicherer ich mich jetzt auf einmal fühle? Jetzt, wo ich nicht mehr Mia spiele, sondern wieder Ethan. Hätte ja sein können, ne? Und ich kann hier nichts irgendwie... mitnehmen. Nö. Okay. So, wie sieht's denn da aus? Viel Platz habe ich ja nicht mehr. So, geht's hier weiter? Geht es. Ah! Alles klar. Da hinten musste ich den Stopsel ziehen. Ist mir aber irgendwie immer noch lieber als die Tür hier. Oh, die sieht verschlossen aus. Ah, die ist verschlossen. Okay, dann zurück. Und den Stopsel ziehen. So, trigger ich damit jetzt Margaret? Margaret, bist du da drin und duscht und badest gerade irgendwie? Eine Holzstatue. Das Wasser soll erst komplett abfließen. Abscheulicher Haufen von wer weiß was. Was zum Kuckuck ist das? Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Aber aus Resident Evil 5 diese Glubbel-Schleimmonster. An das erinnert mich das. Und ich habe keinen Bock, dass sowas kommt. Weil die sind unbesiegbar. Okay. Du bleibst so, wie du bist. Verstanden? Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Au! Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Geh weg! Ich geh mal. Alter! Ist das gemeint mit nimm die Gabe an? Omi ist weg! Tschüss, Omi! Verschlossen? So, was ich mit der Statue machen muss, weiß ich. Oder ich vermute es wenigstens mal. So. Dahin. Achso, schon wieder sowas. Ja, das... sieht noch nicht wirklich wie ein Vogel aus, sondern eher wie so ein Space Shuttle. Ah, ich glaube, der Vogel ist noch falsch rum. Ja. Okay, so reicht's noch nicht. Aber ich gehe in die richtige Richtung. Glaube ich. So.
Also, Glückwunsch, Freunde, ihr dürft gerade miterleben, wie ich sowas halt überhaupt nicht kann. Ja? Ich denke mal so... So habe ich es vorher gehabt. Und so verkehrt ist es doch gar nicht. Wenn ich das einmal so... Ja. Aha. Ich finde es cool, wie sich das so einbrennt. Wer baut diesen Mist? Sehr gute und vor allem berechtigte Frage, Ethan. Wo führt das mich hin? Das Problem ist, ich will nicht mehr weiterspielen. Ich will mal wieder ein bisschen Pause machen. Meine Energie... Okay. Ah, den Hundekopf kann ich mal ablegen. So. Dann... Flüssige Chemikalie habe ich keine. So. Zum Verstand. Ich gehe mal nochmal zurück zur Kiste. Es sei denn... Wo würde mich das hinführen, laut Karte? Irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Gut. Ich würde mal sagen, ich gehe mal wieder den Weg zurück. Aber nur weil vorher nichts passiert ist. Ich muss noch die Helligkeit wieder ein bisschen runterschrauben. Und zwar um 1. Und um 2. Ja, ich denke mal, so ist besser. Aber vorher ging es einfach nicht anders. Ich habe wirklich nichts mehr gesehen. Vielleicht habt ihr in der Aufnahme was gesehen. Ich hoffe es wenigstens. Aber ich habe wirklich gar nichts mehr gesehen. Außer schwarz. Hi. Mein Lieblingsraum bis jetzt, muss ich sagen. Ich glaube, das merkt man, oder? So. Du darfst rüber. Die antike Münze darf auch rüber. Soll ich das Kraut rüber tun? Ich tu mal noch das Kraut rüber. Das Schießpulver behalte ich, wenn ich eine flüssige Chemikalie finde, dass ich da gleich Munition draus machen kann. Oh, ich hätte eigentlich... Eigentlich, ich habe eine bessere Idee. Wisst ihr, was wir jetzt machen? So. Und wir benutzen jetzt einfach das Kraut. Was irgendwie nichts gebracht hat. Okay, ich hätte es drin lassen sollen. Vielleicht irgendwie wieder. Was ist eigentlich das dahinter? Sind das einfach nur Socken, die noch nicht so alt sind? Und sonst gibt's hier aber wirklich nichts mehr, oder? Nö, sonst gibt's hier wirklich nichts mehr. Okay. Ja, ich würde mal sagen, ist der Dietrich eigentlich wieder da? Nein. Das hätte ich viel früher machen sollen, dass ich mal mit dem Messer... Ja gut, jetzt habe ich's ja erst. Und jetzt kann ich mit dem Messer mal so ein bisschen durchgehen und schauen, ob ich irgendwas schnetzeln kann. Ja, okay. Ich würde mal sagen, wir speichern hier mal. So. Ah.
Okay. Ja, wir haben mal wieder gespeichert. Da fühle ich mich gleich sehr viel besser, muss ich sagen. Vor allem mit so einer schönen Pistole. Und dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir werden diesen kleinen Geheimgang mal benutzen, den ich freigelegt habe. Und schauen mal, wo uns der so hinführt. Ich hoffe mal, dass ich noch irgendwas finde, um das Gewehr zu bekommen. Ich habe noch eine andere Idee. Und zwar das Schloss, wo wir vorher gefunden haben. Hätte ja sein können, wenn ich das aufmache, dass die Schrotflinte, die dahinter ist, eine kaputte Schrotflinte ist. Und dass ich die dann da reinsetzen muss. Resident Evil 1 lässt grüßen. Könnte sein. Ich würde mal sagen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Resident Evil 7 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.